Guck mal, was für ein schneller Ladescreen. Haha, Leute, willkommen zurück zu Lost Alone Ultimate. Müssen gleich weitergehen. Aber steht hier nicht die ganze Zeit. Guck mal, das sieht voll komisch aus. Das wäre gar keine Badewanne. Egal, es geht weiter. So, wir sind wieder in dem komischen Haus unterwegs. Warum steigt gerade meine Angst? So, ich bin nicht in der Nähe der Kerze. Was müssen wir tun? Also, ich muss Dannys Buchteile finden und sie weglegen. Da muss ich irgendwas finden, um das Elternzimmer zu öffnen. Das habe ich nicht. Finden Sie die fehlenden Schachfiguren? Da habe ich eine jetzt. Geben Sie der Doll eine Gegenleistung. Der Doll. Und entfernen Sie die Nadeln aus dem Teddybär. Kann man machen. Weiß ich halt noch nicht, wo das ganze Zeug ist. Blockiert. Aber ich denke mal, das taucht halt wieder auf, ne? Ehren. No. Kann ich scheren, leider. Alles klar, dann gehen wir doch mal alles absuchen. Aktuell haben wir ja keine Angst. Ich habe gespeichert, also alles gut. Irgendwas Neues? Da ist Puppe, hey. Setzen Sie ihn. No. Okay. Übrigens, man sieht leider echt schlecht, wo der Balken aufhört. Guck mal, ich im Dunkeln bin. Man sieht nicht, wie groß der Balken ist beim Furcht-Tod-Dings. Ist ein bisschen unpraktisch. So, warte mal, was habe ich denn noch? Buch? VHS, der Mann auf dem Dachboden. Warte mal, kann ich die einfach so? VHS, Nachbarskekse. Und Ferngläser habe ich auch noch. Warte mal, das will ich jetzt feststellen. Kann ich die einfach so hinstellen, obwohl ich sie nicht im Inventar... Oh, warte mal. Leg den mal ab, den Bauern. So, kann ich den jetzt einfach hinstellen? No. Hier geht's nicht, komischerweise. Auch mit den Büchern funktioniert das, oder wie? So, das Buch. Ah, ne. Buch, schwarzer Bauer. Müsste ja funktionieren. Jo. Schwarzer Turm fehlt noch. Fuck you. Du mich auch. Guck mal schon wieder. Ich habe 41 Kerzen. Die werden niemals leer gehen, ich sag's euch. Niemals. Ist eine Axt drin. Was denn? Granny's Cookie. Ja, weil die auch gerade wie der Granny aussieht. Ach komm. Nimm. Hey, na? Also mit Taschenlampe gefällt es mir gleich viel besser. Achso, warte mal, da war doch das dunkle Zimmer. Hm, ich erinnere mich. Ja, ja. Aber... Ich will erstmal die Bücher zurückstellen. Wo waren die denn jetzt? Komisches Bild. Warte mal, das war doch auch im Wohnzimmer, oder? Ne, hier. Fehlen noch 7 Stück. Hier war der dunkle Raum. Porträt von Hannah. Das sind die Büsten. Ah, warte mal. Also ich muss quasi einfach nur Sammelaufgaben erledigen und Büsten und Schallplatten und... Hast du nicht gesehen, beisammeln. Porträts habe ich ja noch. Schallplatte und VHS-Kassetten. Wahrscheinlich muss ich die halt irgendwo einsetzen jetzt. Finde ich super easy. Scheint, dass die einzige Möglichkeit darin ist, zu öffnen, darin besteht, sie zu brechen. Ah. Voll geil aus, das Bild irgendwie. Ich finde das Gesicht hat voll den coolen Stil. So würde ich gerne zeichnen können. Alter Schwede. Richtig gut. Und hier. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit... Nee, kriege ich nicht. Kein Schaden. Liebes Tagebuch.
Mamas Depression wird immer problematischer. Wir versuchen, alle ihr noch näher zu kommen. Aber es ist nicht immer einfach. Neulich hat er Laura ohne ersichtlichen Grund geohrfeigt. Wir saßen im... Oder hat sie geohrfeigt, nicht... Mama ist ja nicht er. Wir saßen im Wohnzimmer vor dem Fernseher und schauten einen Comedy-Film. Laura fing an, über einen Witz schallend zu lachen. Das reichte aus, um Mama in Rage zu versetzen. Sie stürzte sich auf sie und schlug sie immer wieder, bis Papa eingriff und sie wegschickte. Das ist das zweite Mal, dass so etwas passierte. In der Woche zuvor hat sie die Küche buchstäblich auf den Kopf gestellt, weil Danny nach Salz gefragt hatte. Diese gewalttätigen Vorfälle werden immer häufiger. Papa hat beschlossen, den zweiten Korridor, in dem sich unser Zimmer befindet, abzuschließen. Er glaubt, dass diese Maßnahme uns schützen könnte. Der Schlüssel ist hier, im Schrank. Im Schrank aufbewahrt. Wenn wir ihn brauchen, stellen wir einfach die Büsten der Statuen zurück. Es ist eine mechanische Vorrichtung, die auch dann funktioniert, wenn der Strom ausfällt. Hanna! Oh mein Gott! Das Tagebuch von Hanna. Lass doch mal die Tür zu jetzt! Alter, warum ist die Maus im Bild? Oh! Was machst du? Aber kurz das Fenster zugemacht. Ich hab voll die Bartfresse, Alter. Ich muss echt zum Barbier. Ja. Sehr gut. Ja, unter der Treppe. Ich würde was unter der Treppe verstecken. Die Ferngläser sind auch hier. Aber hier. 1, 2, 3. Oh, richtig gut aus, das Bild. Oh nein, ich brauche schnell Kerze, Kerze, Kerze. Erstmal die Ferngläser. Oder Abraham. Ganz ehrlich, ich kann eigentlich permanent Kerzen hier anmachen, weil... viel zu viele von den Dingern. Die spawnen ja auch ständig neu. So. Und ich find's gut, dass man die stapeln kann, die Dinger. Ballblatt noch mit. Ich kann die auch irgendwo einsetzen im Keller. Ja, schnell, schnell. Alter. Es ist eine anatomische Darstellung der Akupunkturtechnik. Klingt wie eine alternative Heilmethode für Krebs. Die Nadeln müssen in der gleichen Reihenfolge, ja, gesetzt und entfernt werden. Rechtes Auge, linkes Auge, Nase, Stirn, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Herz, Ohr. Ah ja. So. So, ich schreibe das mal kurz auf. Achtung, so. Rechtes Auge, linkes Auge, nochmal, Nase, Stirn, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein, Herz, Ohr. Alles gut. Was haben wir denn hier? Liebes Tagebuch, Papa war schon immer ein Mann, dem das Meer gestohlen wurde. Er liebte das Meer fast so sehr wie seine Kinder und seine Frau. Ich erinnere mich, wie er mir, Danny und Laura Geschichten über seine Reisen erzählte. Wir hörten stundenlang mit offenem Mund seinen Erzählungen zu. Er war ein charmanter Mann. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie er Mutter erobert hat. Vielleicht war es sein Charme, der den Unfall verursacht hat. Es ist schwer, darüber hinwegzukommen, aber leider passieren solche Dinge. Wenn ich traurig bin, komme ich immer in den Keller. Oder komme ich hierher in den Keller. Alle meine Erinnerungsstücke an die Marine, lieber Papa, geben mir das Gefühl, als wärst du immer noch hier neben mir. Deine Gegenstände erzählen weiterhin deine Geschichten und lassen mich faszinierend zurück wie früher. Ich vermisse dich, Hanna. Voll traurig. No. Scheren. Alter, was soll das? Was denn? Ach, noch der Turm. Da habe ich ja alle Schachfiguren.
Mist. Oh, da ist wieder die. Oh, sehr gut. Die Stab. Also, die sind. So, unabhängig vom Ort sind die immer gleich. Taschen finde ich sehr gut. Taucherhelm. Oh. Was? Take Uzi. Was ist das denn? Take Uzi. Leg die Gemälde doch mal wieder ab. Geräusche schon. So, mach ich erstmal die Schachfigur wieder rein. Würde ich mal sagen. Es wird niemals ausgehen, das Zeug, ich sag's euch. Fehlt denn noch? Noch ein Springer, Mist. Fehlt halt echt noch ein Springer. Na gut, dann holen wir jetzt erstmal. Warte mal, das Buch noch rein. Dann geht ja nicht. Schwebt in der Luft. Eine Kassette. Also man bekommt hier echt viele, viele Kassetten und alles. So, ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt muss ich gleich den Teddybär, nämlich die Nadeln ziehen. War gar nicht hier, ne? Oh oh. Ach, Crank. Also, dass es weniger wird, wird es immer mehr. Und ich bin die ganze Zeit fleißig am Kerzen aufstellen. Na, scheiß Puppe, was willst du denn überhaupt? Oh. Hätte. Zweiter Korridor. Ah, der war ja genau, der ist verschlossen, der zweite Korridor. Haben wir ja gelesen. Ich dachte, Bilder hier überall. So. Geht das nicht? Kommt das? Warum kann ich den nicht rausziehen? Ich habe das Bild doch angeguckt im Keller. Fies aus. Okay. Ah. Ah. Oh nein, sie hat mich getötet. Ach scheiße, ich muss alles nochmal machen, oder? Lass dir schmecken. Ja gut, dann muss bestimmt alles nochmal machen jetzt. Scheiße. Okay, ich habe zur Sicherheit nochmal gespeichert. War doch nicht so viel zu tun, was ich jetzt dachte, aber besser ist. Ich bin vorbereitet. So.
Dann heul doch. Dann heul doch. So. Schlüssel zum Studium. Alter. Was zum Fuck? Guck mal hier. Oh! Die fliegt jetzt nicht die ganze Zeit hier rum, oder? Du Nervige! Guck ins Kerzenlicht! Ah, da war die Puppe, oder? Erster Zwilling, es gibt eine Nummer als Beweis. 39415. Warte. 39415. Liebes Tagebuch, heute ist der zweite Jahrestag des Unfalls. Der Psychologe sagt, dass es mir helfen wird, das Trauma zu überwinden, wenn ich weiterhin auf diese Seiten schreibe. Aber es ist schwierig. Es ist schwer für mich und Danny, dass wir erwachsen sind, geschweige denn für Laura. Der Hirntumor hatte Moms Depression verschlimmert. Letztendlich hatte unser... Was? Lass mal lesen jetzt. Letztendlich hatte unser Vater recht, als er beschloss, die Sicherheitssysteme des Hauses zu verkomplizieren. All die Puzzles dienten nicht dazu, uns vor äußeren Bedrohungen zu schützen. Sie dienten dazu, uns vor dem zu schützen, was wir am meisten liebten. Seit dem Unfall sind 2 Jahre vergangen und wir waren nicht zu Hause. An diesem Tag gingen Danny und ich mit Laura ins Kino, um einen Horrorfilm zu sehen. Aber den wahren Schrecken fanden wir, als wir nach Hause kamen. Ich kann ihn nicht mehr leben. Vor ein paar Tagen habe ich angefangen, mich mit George zu treffen. Die Sonne ist endlich in mein Leben zurückgekehrt. Anna, hier George. Spielen Sie die Klaviertöne der richtigen... Achso, Reihenfolge. Na dann. Was ist das denn? Ah, Porträt von Danny. Nun, es war nicht nur Luft. Noch ein Schlüssel. Taste 02. Sag's einfach Schlüssel 2. Warte mal, 3, 9, 4, 1, 5 ist das vielleicht die Kombination? 3, 6, 8, nee. Who is the bunny girl? Alter. Weiß nicht. Die mit den Brüsten? Keine Ahnung, wer das ist. Luft. Oh, warte. So, haben wir noch was? Nee. Oh! Arschloch! Das Gemälde noch zurücklegen von Danny. Hier sind wir immer so schnell. Voll hier wieder. Oh. Hm. Ekelhaft. Ja gut, mal wieder eine Kassette.
Aber ich habe jetzt Schluss mit zwei. Ach so, von unten. Ah, ich weiß was. Ja, ja, ja. Hier im Keller die Kiste mit der 2. Den ersten habe ich ja gerade aufgeschlossen. Im Schlüssel. Kann ich das nicht kopieren? Ah, Angel. Die Zange, vielleicht die Nägel ziehen damit. Warte mal, der hat doch noch so eine Kette drum gehabt, der Teddybär. Vielleicht entferne ich die jetzt erstmal mit dem Seitenschneider. Ah! Ja. Zerbrechen. Oh, Killer, Killer, Killer. Es ist schon schön unangenehm, das Spiel, muss ich sagen. Wo war der dumme Teddybär? Da ist der Teddybär. Aha. Da war der. Oh. Ist ja gut jetzt. Bebt. Wusa erstmal ein bisschen, ja. Danke. Da! Dieses Spiel immer die ganze Zeit ist irgendwas hier am Beep. Bom, bom, bom. Warum auch immer das blockiert ist. So, wir haben es aufgeschrieben. Linkes Auge. Rechtes Auge. Nase. Hirn? Ja. Rechter Arm, linker Arm. Rechtes Bein, linkes Bein. Herz und Ohr. Alles falsch. Immer von mir aus rechtes Auge, linkes Auge. Nase, Stirn. Wieder falsch. Aha. Steht hier drauf, Nachttischschlüssel. Für einen Nachttisch. Vielleicht die Tische hier da? Nee, warte mal. Bei ihrem Zimmer hier nicht. Der war ja auf der Nachttisch. Der Schrank ist es auch nicht. Aha. Wegstange. Oh oh. Ja gut, jetzt mache ich erstmal hier das frei. Ich hab irgendwas mit Ketten gehabt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Bei der Eltern. Riesig ist diese Bude bitte mal wieder. Ah, findet ihr Vinylschallplatten. Und räume sie weg. Buch.
das Schlafzimmer von Annas Eltern betrat, fand ich eine weitere Seite aus ihrem Tagebuch. Traumhaft. Als ich die geschriebenen Worte las, war ich fassungslos. Die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Kommt endlich ans Licht. Können wir ruhig schlafen, Papa? Ich weiß nicht, meine Tochter. Deshalb habe ich die Sicherheitssysteme in diesem Haus erhöht. Das ist schon richtig alt. Altrocker. Papa, es ist nicht normal, dass wir uns vor unserer Mutter schützen müssen. Wir müssen etwas tun. Ich will sie nicht in ein Krankenhaus sperren. das würden wir auch nicht, Papa, aber Mama wird zu gefährlich. Oh, enough! Die Rede ist beendet. Deine Mutter wird bei uns bleiben. Enough! Henry wollte die Krankheit seiner Frau nicht akzeptieren. Der Tumor hatte das Hirn der Frau geschädigt. Naja, enough! Der Elefant im Zimmer. Nimm die Waffe runter, Isabel. Ich muss das Böse ausrotten. Nehmen Sie die Waffe runter. Isabel hat in ihrem Schlafzimmer einen Schuss direkt in Henrys Gesicht abgegeben. Das ist der Elefant. Dann, ohne zu wissen, was sie tat, hielt sie sich die Waffe an die Schläfe und drückte ab. Ich glaube schon, sie wusste, was sie tut, aber... Und das Böse ausgerottet. Alter, endlich war mir alles klar. Ich verstand endlich, warum Hannah nicht über den Unfall sprechen wollte. Wie böse, oder? Der Elefant im Zimmer war nicht mehr versteckt. Ach so. Na denn? Oh oh. Füße nehmen wir auch mal mit. Denn. Alter. Bin ich jetzt an dir vorbei? Uiuiui. Okay, Stranger. Ist hier irgendwas? Kann ich dir irgendwas geben? Ja. Ey. Der Elefant macht mir offensichtlich auch Angst. Ey, warum? Er klettert immer weiter. Was soll denn das? Liebes Tagebuch, es gibt einen Elefanten in diesem Raum. Ich habe diese englische Redensart nie verstanden, aber jetzt wird es mir absolut klar. There is an elephant in this room bedeutet, dass es etwas sehr Offensichtliches von allen vermieden wird. Keiner von uns will sagen, was hier passiert ist und wir bezeichnen dieses Ereignis immer als Unfall. Der Unfall. Der Unfall, bei dem unser Vater und unsere Mutter ums Leben kamen. So etwas passiert nur in Filmen, sein Quatsch. Mamas Hirntumor hat ihre Situation drastisch verschlimmert. Wir glaubten, dass ihre Wut durch Depression verursacht wurde. Stattdessen beherbergte ihr Körper eine schreckliche Krankheit. Dieser blutige Krebs drang so tief in ihr Gehirn ein, dass sie buchstäblich in den Wahnsinn getrieben wurde. Wir sprechen hier nur von einem Unfall, aber ich musste mir Luft machen. Ich schreibe diese Worte an dich, mein liebes Tagebuch, weil ich nicht länger einen Elefanten im Zimmer haben möchte, Hannah. Kann der jetzt auch mal verschwinden? So. Ach, komm mal hier. Aber erst zwei Schallplatten. So. War ich jetzt?
Ich werde nicht los, der steht die ganze Zeit jetzt da blöd rum. Oh. Help. Meine Güte, kannst du auch mal abhauen jetzt, Elefant? Sind Sie? Schließen Sie wohl eher. Ja, was mache ich denn jetzt? Onkel Monokel. Onkels Monokel. Elefant jetzt nicht. Oh. Vielleicht geht er jetzt weg, wenn ich mir die Leiche. Isabels Leiche. Warum ist sie noch hier? Dann klettert er wieder rum, der andere. Alter. Oh, die sind so ekelhaft, die Typen. Guck mal. Oh, warum nicht so ein Aufstand jetzt? Ja, die ist Buchteile. Jetzt sie war immer an, der Kerl. Ehrbarer Kleiderschrank. Ich dachte eben, da wäre Rickroll drauf. Oh. Hallo? Ah! Hafte. Mitteln Sie die Tastenkombination. Ah, guck mal. Das ist das Klavier. 19. März 1987. Ich wusste nicht, was ich dir geben sollte, wie immer. Dann kam mir eine Eingebung, oder die Eingebung. Was kann man einer fantastischen Mutter schenken, die bereits 3 wunderbare Kinder hat und sich nur ihre Liebe wünschen kann? Ein Lied. Das ist eine geniale Art, dich zu feiern und gleichzeitig das Klavier für das Klavier zu danken, das du mir geschenkt hast. Ich werde dir die Akkorde aufschreiben, damit du sie nie vergisst. Dir. La. Do. Mi. Do 8. Fa. Sol. Re. Okay, alles Gute zum Vatertag, Laura. Hat sie gerade nicht was von Mutter? Ist egal. Hey. Genau, der Code war 39415. Granted. Liebe Doktor. Und cool. Hitze. Hallo, na? Hast du eine Knarre? Alter. Von Mama. Der Knarre in der Hand. Hat er echt auf mich geschossen hier, oder was? So, jetzt haben wir eine Spritze. Was mache ich mit der Spritze? So, ich brauche noch 4 Bücher. Who is the bunny girl? So, wenn ich es wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Okay, Leute, ich kann mal speichern. Die Kerze. So. Das war's für den Part. Wie immer, Dankeschön fürs Zusehen. Danke fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu Alone, zu, wie heißt das? Lost Alone Ultimate, das Spiel. Wunderbar. Danke, tschüss.